Und nun kommen wir endlich zum Erstplatzierten, den erfolgreichsten kongolesischen Künstler aller Zeiten. Es ist der Artist Pascal Emmanuel Sinamoi Tabu. Wir kennen ihn als Tabulay Le Rochero. Seit den 50er Jahren war Tabulay ein führender Rumba-Sänger und einer der einflussreichsten Musiker und Komponisten in ganz Afrika. Er leitete dabei das Orchester Afrisa International und explodierte zusammen mit dem Gitarristen Dr. Nico Kassanda die kongolesische Rumba-Musik. Obwohl die kongolesische Musik keine globale Aufmerksamkeit genoss, wurde er beispielsweise von der Los Angeles Times als den afrikanischen Elvis betitelt und die kongolesische Persönlichkeit. Zusammen mit dem Diktator Joseph Mobutu prägte er die Geschichte Afrikas im 20. Jahrhundert. Franco Luambos Band Tout-Puissant Ok Jazz war die größte Konkurrenz von Tabulays Afrisa International. Doch anders als Ok Jazz verkaufte Tabulay mit Hits wie Sorozo, Kaful Mayai oder Musse Konzo weltweit tausende von Platten. Er machte so sehr auf sich aufmerksam, dass er 1970 als erster Kongolese in der Olympiahalle in Paris spielte. Und das in einer Zeit, wo es wenige bis keine kongolesische Diaspora in Europa gab. Mit anderen Worten, er füllte die Prestigehalle mit französischen Zuhörern und wurde von der französischen Prominenz empfangen. Er prägte die kongolesische Musik, indem er sich stark vom afrokubanischen Rhythmus inspirierte. Dabei hatte er eine erstaunlich ähnliche Bühnenpräsenz wie James Brown. 1974 trat er im größten Boxwettkampf in Kinshasa, Zaire 74, auf. Neben James Brown, B.B. King, Miriam Makeba, Apeti Masikini und vor Millionen von TV-Zuschauern legte er eine exzellente Performance hin. Nachdem Joseph Mobutu die Sarianisierung im Land durchsetzte, distanzierte er sich von seiner Politik und ging erst in den Staaten ins Exil und anschließend nach Belgien. Nach Mobutus Sturz im Jahr 1997 kehrte er in den Kongo zurück und begann neben der Musik seine politische Karriere, indem er zum Stellvertreter der beratenden und gesetzgebenden Übergangsversammlung ernannt wurde. Er zeugte insgesamt 35 Kindern, von denen eins der heutige französische Rapper Youssoupha ist. Am 30. November 2013 starb Tabulay in Brüssel an den Folgen von einem Schlaganfall im Jahre 2008. In insgesamt 46 Jahren verkaufte er seit den späten 1960er Jahren ohne soziale Netzwerke mehrere tausende Platten weltweit, exportierte als erster die kongolesische Musik, füllte außerhalb Kongos große Prestigehalle ohne die kongolesische Diaspora und gilt für Artisten wie Papa Wemba, Koffi Olomide oder Carlito Lassa als Vorbild und Wegbereiter.